Jo, Sepp, 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 aber Sepp, Sepp, Sepp könnte auch hier sein, also meine Bobs hier, meine Bauarbeiter, pennen mittlerweile. 3 von 6 habe ich schon wieder da, das sieht dann folglich danach aus, dass ich hier bald fertig bin, das wird auch bald so sein. 3 Kanönchen noch, 14 Mauern und ein King-Level. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, oder Let's Play Clash of Blitzzauber. Ja, der Blitzzauber ist in aller Munde und auch wir hier beim Clan Spätzle mit Soße nutzen den natürlich so gut wie es geht, also so gut wie es eben geht. Die Base muss natürlich immer dazu passen und ich wollte ein paar Angriffe aus in unserem letzten Clankrieg zeigen, der eigentlich verloren war. Tatsächlich war eigentlich der letzte Clankrieg verloren, wir haben ihn gewonnen. 91-90, allerdings hat der Gegner so ungefähr 20 Angriffe hier gesweckt. Also er ist gar nicht gemacht und ich denke mal, unter 20 Angriffen hätten die locker noch irgendwie so ein Dreier hinkriegen können, um nochmal hier prozentual auch was nachzulegen. Aber hätte Fahrradkette, haben sie halt nicht gemacht. Und so haben wir hier das Nötigste gemacht. Wir gehen mal rein hier. Ich habe mir mal so ein paar Seppige rausgesucht. Ich muss mal eben gucken. Ich hatte mir das allerdings auch aufgeschrieben. Ihr wisst ja, im Alter wird man auch schnell mal vergesslich. SMS Toxic auf den Dulce Queen. Dulce Queen heißt das so, ja. Vom Clan, wie hieß der Clan eigentlich? Material Warlords. Material Warlords. Okay, also. Die Szene habt ihr ja schon im, nicht im Vorspann gesehen, aber am Anfang gesehen. Hier wurde wirklich in allen Facetten gesappt. Also nicht nur, dass man jetzt nur mit Hox angreift oder nur mit Lufttruppen, sondern hier wurde wirklich alles genutzt. Und oftmals muss ich fairerweise dazu sagen, hatte der Gegner auch die gleiche Base oder so, fast so ähnlich. Du kamst also locker mit einer Queen hier an die Scattershots, also auch wenn das hier unten so heftig verteidigt ist, Leute, mit einem Ice Golem vorweg oder 2 Ice Golems knackst du auch so eine Ecke hier unten und die Queen nimmt sich jetzt schon mal den ersten Scattershot davor, der ist down und der royale Champion nimmt sich den zweiten vor, dann ist er schon mal weg, Rathaus ist auch weg, erster Stern schon drin, 20%, das ist noch nicht viel, aber ihr habt das ja gesehen, hier ist jetzt auch nicht mehr viel in der Base, also vor allen Dingen nicht mehr viel an Helden, nämlich ich würde mal sagen keine, also keine Helden, die hier jetzt irgendwie rumhampeln und diesen schönen Lalo-Part hier stören. Oben nimmt er noch den Slammer mit rein, den Felsenwerfer und dann geht es hier Richtung Adler. Richtung Rathaus braucht ja keiner mehr, das ist auch nicht mehr da. Leute, diese Angriffstaktiken hier gerade mit dem Blitz, die sind schon... Ja, ich will nicht sagen verteufelt, aber ich glaube, das Base-Building geht im Moment in die Richtung, dass Queen vor allen Dingen nicht mehr so nah an der Clanburg steht, weil meistens wird die geblitzt und die Scattershots auch irgendwie anders in der Base vielleicht verteilt werden. Also ich weiß noch nicht, wo der Weg dahin geht. Meine Base hat ganz gut gehalten. Die sieht aber auch, das ist auch nicht unbedingt eine Blitzer-Base. Also wo du mit Blitz viel reißen kannst, denn nachdem du natürlich den, ein kleiner Overkill hier mit den Loons, Slammer noch nicht mal geöffnet, Slammer gesweckt. Okay, hat er den Slammer mal gesweckt hier. Und S muss die Base ein bisschen dazu passen und B hast du dann ja auch nicht mehr so viel Zauber. Das ist auch so ein bisschen so meine Sorge gewesen. Man muss ja hier so ein Spiel im Pass auch machen, wo du den Blitzzauber benutzt und ich muss mal eben gucken. Ich glaube, es war die Nummer 21. Jawohl. Bruce Lee. Ja. Bruce Lee schlägt hier zu, aber ihr seht, die Designs hier sind sehr, sehr ähnlich. Aber die Blitzerei hier ist ein bisschen unterschiedlich. Aber auch hier könnt ihr unten sehen, ist der Warden in der Mitte, der royale Champ, der Royal Champion ist dort auch in der Clanburg und jetzt auch die Queen. Allerdings geht die jetzt nicht mit drauf. Das ist aber auch nicht so schlimm. Er hat hier einen Adler mit rausgenommen, er hat hier einen Scattershot schon mit rausgenommen. Also das ist schon mal Fiddle-Miete, würde ich fast sagen, wenn die beiden Defense-Gebäude jetzt ja einfach mal nicht mehr da sind. Und so geht das jetzt weiter. King-Queen, auch hier
im Einsatz mit einem Eisgolem, also der reicht eigentlich, der hat nicht viel Trefferpunkte, aber es reicht, um hier so ein bisschen weiterzukommen. Er will auch gar nicht in die Base großartig rein, schickt jetzt schon sein Luftschiff hier rein. Allerdings soll das auch gar nicht, glaube ich, so weit kommen. Das sollte nur bis zum zweiten Scattershot kommen, damit der rausgenommen wird. Und Royal Champion nimmt sich jetzt noch ein bisschen andere Defensive vor. Und auch hier ist die Queen immer noch da. Und ihr seht, ja, man könnte jetzt meinen, jetzt mit den ganz vielen Hawks hier, also mit Mass Hawks, ist das nicht ganz so einfach. Aber drei Headhunter hier noch im Backend. Und die sollen letztendlich dann die gegnerische Queen erledigen. Da kommen sie jetzt auch schon mit dazu. Und dann ist auch die ganz, ganz schnell Geschichte, Leute. Ihr seht das hier auch, da braucht man dann keine Angst mehr vor haben. So, oh, da ist eine Queen, die könnte jetzt meine Schweinchen alle kaputt machen. Ja, ja oder ja, ja oder nein. Also er wartet, muss ja unheimlich lange warten mit dem Warden, denn er will natürlich seine Schweinereiter am Rathaus in die Ability bekommen. Und das gelingt ihm hier auch sehr, sehr gut. Da sind zwar jetzt noch ein paar Fallen, aber er rettet hier so ziemlich alle Schweine. Die sind jetzt noch kurz verlangsamt, aber auch hier kleiner Overkill, würde ich sagen. Das reicht in jedem Fall. Und die Taktiken haben sich halt so ein bisschen geändert. Also viel ist natürlich dann im Sui-Part hier zu machen mit den Helden. Und auch hier unten seht ihr jetzt gerade der Kopfjäger. Hilft dir noch beim Cleanup und ja, schönes Rumgeseppe hier, aber ich habe noch mehr Rumgeseppe. Wir sind auf der 28, glaube ich. Das ist der Kutschi. War das 28? Ach nee, der 28 war das gar nicht. Warte mal, 28, ah nee, 6, doch, ach, Mensch, Toto, muss auch die 28 treffen hier. Vom Flash Loop. Okay, der Lupe hier mit Yeti Smash und Blitzzauber. Auch hier nimmt er jetzt zwar Blitz, aber nimmt dazu 4 Erdbeben-Zauber. Das geht auch. Da machst du dir gleich die Mauer mit auf. Und auch hier hat er die Klarburg erwischt und die Adler-Artillerie. Also einfach mal ein bisschen anders. Ich meine, ob du jetzt dann die Sepp nimmst mit dem Erdbeben-Zauber, ist natürlich top, dass du den noch gerade hier jetzt für den Smash die Lücke dann schaffst, dass du ein riesengroßes Loch in die Mauer dort reinbringst. Und der erste Inferno ist auch schon weg mit dem Zeppelin. Und jetzt kann er hier eigentlich ganz gemütlich mit dem Warden schon mal so ein bisschen vorfunneln. Auf der gegenüberliegenden Seite, also der Gegenfunnel mit Loon und einem Babydrachen. Magier hilft auch noch so ein bisschen mit da hinten an der Kaserne, aber damit ihm gleich die Yetis da nicht entgleiten, das sollten sie jetzt nicht mehr tun. Jetzt ist auch die Kaserne dort weg. Muss man auch mal sehen, dass du vor allen Dingen solche Truppen mit dabei hast, die mal eben noch so ein Gebäudchen wegnehmen können und dann nicht so harten Beschuss kriegen. Und dann kann das hier jetzt weiter reingehen. Das sieht jetzt erstmal sehr langsam aus. Aber ihr seht das, er hat auch nur noch 2 Wut. Das ist jetzt auch nicht mehr so ultra viel. Er hat nur noch 2. Und das ist halt der... Ja, ist natürlich ein kleiner, ich will es nicht sagen, Nachteil, aber ich glaube, der Value ist wesentlich größer mit den Sepp-Zaubern und auch mit den Erdbeben-Zaubern, wenn du dann halt die anderen Zauber nicht mehr so hart hast, weil du hast ja auch, die Verteidigung ist ja auch nicht mehr da und dann brauchst du natürlich auch nicht mehr unbedingt Wut. Ich meine, der Wutzauber bringt natürlich nochmal einiges. Und auch an Geschwindigkeit, um die Bases zu machen. Keine Frage, denn ihr seht das wirkt jetzt zwar sehr zäh, aber am Ende ist es denn doch, ich will nicht sagen Overkill. Queen ist oben leider im Beschuss von einem Bogenschützenturm, aber er kann sie ihn, der kann die noch retten da. Denn der King, beziehungsweise der King hatte den auch schon anvisiert, okay. Und an der Stelle hat eigentlich jeder schon so ein bisschen gedacht, jetzt geht das, jetzt wird das hier zäh am Ende, denn dort steht auch noch ein Inferno-Turm, Multi-Inferno. Der ist natürlich ein bisschen dusselig für die Mites, also die Yeti-Mites gehen dann meistens, die kleinen Yetis gehen dann meistens in den Strahl natürlich auf, je nachdem wie viel Truppen man hat. Und die haben jetzt auch, das kann man jetzt auch, glaube ich, ganz gut sehen, die haben auch fast nichts mehr in den Körben, denn die Körbe sind irgendwann ja auch leer. Aber der Warden hat es gerade gerissen, ne, glaube ich. Kann sein, dass der... War das der Warden?
Oder war das, waren das doch die Mites? Ach, der Born ist gar nicht mehr da. Waren, glaube ich, dann doch die Mites. Okay. Waren dann doch die Mites an der Stelle. Und nur noch das eine Lägerchen hier. Und dann war es das auch hier schön gemacht hier mit Blitzzauber. Ja, muss ich immer mal wieder sagen. So, die 32 hatte sich der Juli vorgenommen hier. Auch hier wird hart geblitzt. 7 Blitzzauber, ein Erdbeben und dann auch hier wieder Mass Hawks. Also, das sind auch so Kombis eigentlich, die lassen mir die, da rollen sich meine Fußnägel ein, hätte ich fast gesagt. Aber ist so, das ist so, ah, ich habe da großen Respekt vor. Ich kann solche Taktiken nicht wirklich machen. Und bin da dann immer sehr, sehr skeptisch, was solche Sachen angeht, aber bin ja lernfähig. So ist es ja nicht. Ich bin ja lernfähig. Also ich kann dann doch zuhören und etwas wiederholen, was mir gerade beigebracht wurde. Auch cool. Aber scheinbar geht es dann nur so. Und das ist so ähnlich wie im Moment mit dem Muna-Schuh, also mit dem Mund-Nasenschutz. Du musst den Leuten das 100.000 Mal sagen, bis es auch wirklich der Letzte irgendwo versteht. Aber verstanden hat das ja Juli hier in jedem Fall. Karre, hier mit einer Karre, also auch mal eine ganz andere Taktik. Und in dem Krieg hier haben wir wirklich viele verschiedene Taktiken gesehen, auch wenn einiges, ich nenne es mal so, nur zweiständig wurde. Aber Flexibilität ist hier gefragt. Und das waren jetzt ein paar Sneakies mit einem Eisgolem. Und die Sneakies räumen da sogar noch ein bisschen was ab. Auch hier gerne genommen die durchsichtigen, oder nicht die durchsichtigen, die unsichtbaren Kobolde, um hier eben mal so ein Rathaus wegzusnacken. Und auch jetzt hier mit den nicht ganz Messhawks geschickt, sondern immer auch so ein bisschen welche noch dazugesetzt, je nachdem, wo man was braucht. Ein oder zwei Loons noch im Backend, ein Miner im Backend und auch 4 Magier, die sollte man in jedem Fall dabei haben, also die Masse, weil die Hawkrider natürlich erstmal alles stehen lassen und erst dann mit beim Cleanup helfen, wenn auch wirklich die letzte Defensive gefallen ist. Oh, da waren sie nochmal gerade in der Quellenfalle. Quellenfalle heißt sie natürlich nicht, die heißt Tornadofalle, ja. Die heißt Tornadofalle und sie sieht halt immer so aus wie so eine Quelle, wenn sie ausgelöst ist. Und jetzt ist immer noch nicht die letzte Defensive down. Jetzt wären es natürlich auch immer weniger Schweinereiter, aber das reicht hier trotzdem aber auch gerade so. Aber der Warden wieder, boah, der haut hier immer derbe mit rauf. Und auch jetzt hat er, glaube ich, hier beim Cleanup ganz nett mitgeholfen. Und meiner noch außen gesetzt, jo, auch schöne 3 Sterne hier vom Juli. Einen habe ich noch, es ist die 40, ja, der Toto durfte die letzte Base machen, tatsächlich, auch mit 3 Sterne und das ist immer ganz witzig, also jeder Angriff hat ja eine Geschichte und auch hier tatsächlich habe ich gedacht, das geht so nicht, aber es ging so, das geht so nicht, aber es ging so und das, was ich zu Anfang gesagt habe, hier unten diese Ecke, die ist echt hart verteidigt, aber ich hätte selber nicht so gedacht, dass ich die doch ganz gut down kriege. Die Reihenfolge ist dann immer entscheidend und auch die Schnelligkeit. Dann weiß ich auch manchmal nicht, wo soll ich diese ganzen vielen Finger hernehmen. Aber wir gehen mal rein in den Angriff. Und auch hier fange ich natürlich hier unten an. 2 Headhunter noch mit dabei gesetzt. Auch die musste schnell raus haben. Und dann, geht natürlich hier erstmal das Geseppel los, klar. Clanburg schon mal weg, Feger schon mal weg. Okay. Ist aber erst für meinen Angriff eher uninteressant. Auf jeden Fall sollte der Erdbebenzauber nicht das Rathaus schon mal mit aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann geht das hier rein. Sofort, ich sollte sofort meine Helden zünden. Also nicht, dass er denkt, ich hätte das jetzt einfach so gemacht, sondern ich sollte das so machen. Tatsächlich, Toto, zünde sofort die Helden. Ja, dann hast du klar, man hat mehr Truppen in der Base. Jetzt habe ich ein bisschen meinen Friesszauber, glaube ich, so leicht verpennt hier auf die Scattershots, aber auch die müssen natürlich für meinen Hawk-Part weg sein. Und dann habe ich es auch nicht verstanden. Meine Queen ist hier noch vollkommen am Leben und auch mein Headhunter hier, den hatte ich jetzt auch schon gezündet. Also die ganze Ecke hier unten echt rasiert, was das angeht. Jetzt habe ich kurz abgewartet, dass die Tornadofalle da unten auslief und auch hier mit ein paar unsichtbaren Gobbies
beziehungsweise dann auch mit den Yetis hier, die jetzt nicht ganz so viel machen, die kommen dann natürlich nicht durch die Mauer durch, aber was ich dann nicht verstanden habe, ist mal wieder die Uhrzeit. Ich sollte eigentlich von 12 bis 2 Uhr schicken. Ich schicke natürlich jetzt von 12 Uhr oder Richtung 12 Uhr meine Hocks, aber ich hätte fast gesagt, das ist auch egal, von welcher Seite du die jetzt nimmst da oben. Und auch hier seht ihr nur 2 Heilzauber. Das ist echt wenig. Aber es ist auch nicht mehr so viel jetzt in der Base. Da sind natürlich jetzt noch ein paar nervende Skelette. Und meine Hocks zieht es nochmal kurz nach draußen. Aber hier gehen nochmal alle schön durch den auslaufenden Heilzauber durch. Und auch wenn das hier jetzt echt viele Skelette sind, es ist nicht mehr so viel Defense da. Und dann mussten das hier auch 3 Sterne werden. Also für mich ist das schon Hardcore, hier sowas auch zu spielen. Aber durchgesprochen, nachgesprochen, Angriff gemacht. Und dann klappt das auch hier mit solchen Bases hier. Oh, ich habe gerade einen Frosch im Hals. So, jetzt ist das Ungetüm weg. Und dann klappt das hier auch mit solchen Bases, aber es ist eher so, dass ich sowas seltener spiele. Ich habe jetzt die ganze Zeit so angegriffen, irgendwelche Bases, um das Ganze auch mal so ein bisschen abseits zu üben hier. Aber das klappt mal ganz gut und mal klappt es nicht so gut. Aber schön gemacht hier vom Toto und danke dem Dennis für die Taktik und fürs Spotten. Wenn ihr also auch schon mal so cool gesappt habt, dann schreibt mir das nicht in die Kommentare, sondern behaltet das Ganze für euch. Wenn ihr coole Angriffe habt, dann könnt ihr mir das gerne mal in mein Google Drive reinpacken. Vielleicht sehen wir ja auch mal einen schönen seppigen Angriff von euch. Wenn euch das ganz gut gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen zu abonnieren und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Livestream auf Twitch TV reinzuschauen. Im Moment bin ich tatsächlich so ein bisschen... Ich mache im Moment sehr, sehr wenig. Das Dorf hier ist das einzige, wo ich überhaupt klar kriege im Moment mit Spiele. Mit allen anderen bin ich rot. Entweder wegen Helden machen oder aber wegen, ja, man muss auch mal so ein bisschen Sommer, man muss den Sommer auch mal ein bisschen genießen und nicht nur immer unbedingt an Clash of Clans denken. Denn gerade im Sommer ist hier immer so eine Kurve nach unten. Was Clash of Clans angeht, also so ein bisschen so im ganzen Spiel, da ist auch erstmal so die Halbjahresluft jetzt raus und das Leben ist ja außerhalb von Clash of Clans auch noch lebenswert, also ist ja jetzt nicht so, dass jetzt alles nicht, dass nichts mehr geht hier und deswegen bin ich im Moment nicht so hart mit Videos machen am Start, nicht so hart mit den Livestreams am Start und aber diese Woche noch, dann habe ich erstmal ein bisschen Urlaub und dann sehen wir uns vermutlich ein bisschen mehr, da es dieses Jahr nicht weggeht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine coole Woche. Bis dahin, euer Toto. Bleibt stark.